Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Trainfieber hier bei Heisenberg Zockt zu. Wir verlassen gerade Geldersheim, den Bahnhof mit den vielen Passagieren. Aber die warten, das sind noch keine Passagiere, das sind wartende Gäste. Wo sind sie denn? Hier hinten. Ja, man sieht es auch schön. Woran liegt jetzt das? Ganz einfach, es ist mir eigentlich klar, da unten in Fahrenhorst war es, genau, da steht wahrscheinlich wieder ein Zug. Ja, genau, jetzt, ich hab's doch fast vermutet. Jetzt gab's einen Kommentar dazu. Ich lese den gerne mal vor. Heisenberg, dass in Fahrenhorst die Züge stehen, liegt an der teilweise eingleisigen Benutzung der Strecke nach Uedem, der Linie Oberbösa 2. Wenn wir uns das jetzt mal ansehen, das kann eigentlich fast nicht sein, aber ja, ich sage jetzt mal nichts. Nachher ist es dann doch so. Ich muss übrigens noch einen kleinen Dank aussprechen. Ich hatte den riesen Gemurkse, um das Spiel wieder zum Laufen zu bringen, nachdem ich eine zusätzliche Mod installiert hatte. Und da gab es Fehlermeldungen plötzlich wegen anderen Zügen. Vielen Dank an Atomic Dad. Ich mache das selten, dass ich hier Namen nenne bei einem Dank, aber der hat mir jetzt den Tag gerettet. Ich wollte unbedingt Trainfieber aufnehmen. Ja, mach mal, wenn es nicht läuft. Jetzt läuft's wieder. Danke, danke, nochmals danke. Okay, also, wo waren wir? Warum steht der Zug? Warum scroll ich hier so nervös hin und her? Weil ich gerade was erzählt habe. Aber das müsste ja gehen. Der kann hier raus. Hier ist auch nicht eine Weiche oder irgendwas im Weg. Also der kann. Wenn er will. Hier hinten kann er... Ah, Moment. Ich glaube jetzt... Der kommt hier ja gar nicht rüber. Moment. Wie macht er das denn? Wenn er hier lang fährt... hier lang... Okay, dann fährt er hier lang. Dann fährt er weiter hier lang. Fährt weiter hier lang. Dann kommt er da nicht rüber. Muss er hier rüber? Eigentlich ja, wenn er hier zurück will. Okay, was hat denn der gemacht, als ich den wieder losgeschickt hatte das letzte Mal? Auf alle Fälle, hier fehlt eine Weiche. Wenn wir jetzt hier eine Weiche hinmachen, mit Strom. Kann auch schnell sein. Ich hoffe mal, wir kriegen eine hier rein. Das könnte auch noch ein Problem geben. Vielleicht hier im geraden Bereich. Dann steht uns aber ein Zug drauf. Wenn wir das mal hier versuchen. Ja, das greift nicht mal in dem Sinne, dass man hier irgendwie was machen könnte. Jetzt bin ich schon ein bisschen Transportfieber gewohnt. Deswegen tue ich mich jetzt doch gerade ein bisschen arg schwer hier beim Weiche machen. Geht hier nicht, okay? Hier hat es eine Weiche. Was erzähle ich denn? Da ist doch eine. Okay, hätte mich jetzt irgendwie auch gewundert, dass ich das vergessen habe. Aber dann ist das hier eingleisig, okay. Dann kann der hier rüber, das ist soweit auch okay. Und dann kann er doch hier lang. Das ist nicht gerade ohne, aber funktionieren muss das doch. Wenn ich den nämlich jetzt drehe, zack, und wieder laufen lasse. Eben, dann fährt er, komischerweise. Der verbuggt sich hier irgendwie hier drin. Denn jetzt macht er genau das, was er tun soll. Fährt hier rüber. Wobei, warum ist denn hier die Weiche nicht eingezeichnet im Fahrplan? Na, jetzt gucken wir mal, was er macht. Das ist ja genau das Schöne an diesem Spiel. Man hat immer wieder ein bisschen was zu basteln und zu gucken. So, jetzt bin ich selber gespannt. Also der kann jetzt rein. Das macht er auch. Der kommt jetzt daher und sollte jetzt eigentlich hier rüber. Oder wo willst du hin? Nach Oberbösa? Ach so, nee, dann fährt er... Dann ist auch klar, dann fährt er hier lang. Das kann er ja aber auch. Was steht denn hier für ein Signal? Ach so, das gehört zum anderen Gleis hier, zum Depot. Nee, auch... Nee, Moment. Doch, tatsächlich. Ja, ihr seht, es geht. Er fährt, er findet ja die Strecke. Da ist niemand im Weg. Das funktioniert schon. Es ist nicht ideal gelöst. Das kann Stau geben. Ist mir klar. Aber fahren müssen sie. Jetzt mal gucken, wenn der dreht, der wird jetzt auch wieder stehen bleiben. Aber der hat ja auch keine Meldung von wegen, warte auf freie Wege, habe keinen Strom, ich habe einen schlechten Tag. Also von daher, der blockiert auch nichts. Aha, okay, nee, der fährt jetzt raus. Dann habe ich doch ein bisschen Verdacht, es liegt da irgendwie an der Lok. Kann ja aber auch nicht sein. Ja gut, jetzt, es gab noch zwei Lösungsansätze, aber... Ja, dass man das Signal hier wegnimmt zum Beispiel. Das wäre eine Möglichkeit. Aber warum es, warum sollen wir es wegnehmen? Es muss ja funktionieren. Man sieht ja, es funktioniert. Die kommen aneinander vorbei. Und sonst, wir behalten das jetzt mal im Auge hier unten. Und gucken mal,
was hier passiert. Also der kann fahren, der letzte konnte nicht. Jetzt, wir nehmen uns die Zeit und gucken, ob der auch fahren kann. Mal gucken. Wir haben dann noch ein, zwei andere Sachen, bevor wir weiterbauen. Machen wir gleich, machen wir gleich. Und ich habe diesen einen Bahnhof gefunden. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr den auch gefunden habt. Also beim letzten Mal habe ich ja gesagt, falls den jemand gesehen hat, bitte in die Kommentare schreiben. Die konnte ich noch nicht lesen. Die Folge ist noch nicht raus. Aber eben, ich habe ihn gefunden. Wir haben ihn jetzt. Ich habe ihn irgendwie nochmal deinstalliert, nochmal geladen. Ich weiß nicht, eben war er schon mal drin. Jetzt ist er. Ich habe ihn gefunden. Den werden wir nachher natürlich dann mal benutzen. So, du warst aber auch so ein Patient, der da nicht weiterfahren wollte. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn sie nicht genug Schwung haben, kommen sie nicht aus dem Bahnhof raus. Ja, der macht auch, was er tun soll. Wir haben eigentlich nichts geändert, außer den einen Zug gedreht. Aber ist schon schön hier. Hier fehlen noch ein paar weitere Züge. Die kommen aber natürlich dann alle noch. Gut, wir lassen das mal hinter uns. Und jetzt geht's mal nach... wo ist es? Hier haben wir Ettenhausen. Ja, genau. Ich brauche die Schienenbusstrecke. Da wurde gesagt, ich habe den falschen Schienenbus verwendet, um den Wagen anzuhängen. Der gehört eigentlich an den anderen Schienenbus. Jetzt müssen wir mal gucken, wo das ist. Normalerweise habe ich mal gesagt, ich tausche Wagen nicht mehr aus, weil wir sonst die ganze Zeit irgendwelche Wagen austauschen, weil in jeder Folge meistens irgendwas nicht ganz so genau stimmt. Ist mir auch relativ egal, habe ich auch mal gesagt. Ist eine Anlage, nicht die Realität, aber wir können jetzt hier ja mal eine Ausnahme machen. Jetzt muss ich mal gucken, sind das die Wagen hier? Ja. Und der ist an dem Schienenbus. Okay, und hingehören würden sie... an den hier? Ich muss mal gucken. Das ist doch ein einzelner. Doch, das müsste... Oder ist das der gleiche? Das hier ist ein anderer. Was haben wir hier denn? Kann ich hier drin genau drehen? Da haben wir... Was habe ich denn hier zusammengebaut? Jetzt blicke ich gar nicht mehr durch. Vor lauter Schienenbusse. Der ist irgendwie einzeln. Okay, welche sind denn hier die Wagen? Die sehen doch aus wie die hier. Ach, wir haben den in Doppeltraktion mit einem Wagen. Okay, das ist der hier in Doppeltraktion. Gut, der Wagen müsste hier hin, wenn ich das richtig verstanden habe. Es ist ja... Okay, ich glaube, jetzt habe ich es aber. Das heißt, wir müssten eigentlich beide ins Depot schicken. Haben wir hier oben ein Depot, das erreichbar ist von diesem Gleis aus? Hier, Moment, die Linie... Es rechnet. Ah, sind wir genau falsch. Hier kommen wir nicht rein. Gut, dann machen wir, damit es nicht allzu lange dauert, hier unten Depot hin. Da muss ich aber ganz kurz pausieren. Gar nichts Großes, sondern einfach eine Möglichkeit, hier abzubiegen und ins Depot reinzukommen. Jetzt habe ich gerade überlegt, hier ganz bestimmt nicht hinstellen, denn hier entstehen wahrscheinlich noch Häuser. Guck mal. Da haben wir eigentlich den ganzen Bereich noch frei. Gut, und jetzt machen wir hier einfach ein Prellbock-Depot hin. So, dann haben wir hier schon wieder ein bisschen gebastelt. Das heißt, der hier kann ins Depot. Das bist du. Dann mach das mal. Okay, unterwegs ins Depot. Der ist hier hinten. Der wird noch ein Stückchen fahren müssen. Aber wenn wir hier oben ein Depot haben, dann würde ich das eigentlich so belassen. Ja, ist diese Linie. Gut. Du bist... Oder brauchen wir dich? Jetzt blicke ich schon wieder nicht mehr durch. Nein, das ist der Einzelne. Der hier. Ist eine Doppeltraktion? Oder brauchen wir den? Ist der hier? Doch, der ist. Moment, dreh. Jetzt habe ich's. Boah. Ich und die Schienenbusse. Ich schreibe ein Buch. Heiliges bisschen. So, ich bin geistig, muss ich ganz ehrlich sagen, immer noch ein bisschen bei Transportfieber. Ich bin komplett süchtig nach dem Spiel. Aber jetzt hier Tränenfieber, muss ich sagen, eben, das wiederhole ich gerne, das verliert gegenüber Transportfieber nun wirklich kaum was. Es ist genauso. Einfach nur schön und cool. Gut, dich haben wir jetzt hier im Depot drin. Jetzt müssen wir schnell gucken, was wollen wir mit dir. Du möchtest jetzt eigentlich die Wagen. Wenn ich es jetzt wieder falsch gemacht habe, dann bitte ich das zu entschuldigen. Ich bin kein Schienenbus, Spezialist. Passagier, wo haben wir denn die Wagen? Da, Beiwagen. Okay. Stimmt das, wenn ich die jetzt hier dazufüge?
Ja, die sehen ähnlich aus. Machen wir mal zwei. Linie zuweisen. Regio Schienenbus. Irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt ist es noch falscher wie vorhin. Aber ja, eben, dann bitte verzeiht mir. Okay. Der kommt raus. Da können wir mal schnell gucken gehen. Und den wollten wir eigentlich zurückstutzen, sozusagen. Warum kommt der hier wieder raus? Ne, das ist... Ach so, boah, also irgendwie, liebe Leute, sorry. Heiliges Radieschen. Ey, das ist der, den wir jetzt gerade gemacht haben. Deswegen, ja, ist klar. Doch, das passt, also stimmt's auch. Machen wir jetzt den mal zu. Jetzt müssen wir den noch haben. Bei dem muss eigentlich der Wagen weg. Jetzt muss ich mal gucken, wo er ist. Aha, auch auf dem Weg. Das heißt, er kann ins Depot, sobald der hier weg ist. Und dann kriegt er noch die Wagen weg und dann, puh, haben wir's. Dann können wir zurückkommen zum Streckenbau da hinten. Dann kann ich nämlich auch den neuen Bahnhof noch zeigen. Der sieht nämlich wirklich sehr, sehr edel aus. Das Ganze als Haltestelle haben wir ja schon. Das ist schon in einem Städtchen drin. Das lassen wir aber auch. Würde ich mal vorschlagen. Da es eben auch gut aussieht. So. Mal ein bisschen hin, aber ist eh cool. Dann können wir noch mal gucken. Ja, macht sicherlich mehr Sinn so. Gebe ich zu. Das sieht man auch, dass die eigentlich zusammengehören und dass der dahinter irgendwie, ja, dass der hier ein bisschen fremd gegangen ist sozusagen. Deswegen nehmen wir den weg und lassen die aber weiterhin in Doppeltraktion fahren. Ich mache mal ein bisschen schneller ausnahmsweise, damit wir hier ins Depot reinkommen. Dann können wir hier oben zumachen. So, den noch wegnehmen hier. Zack, Linie zuweisen. Regio Schienenbus. Dann kann er auch wieder hupend auf... Halt, Moment, der haut ab. Hupend auf die Reise gehen. So, puh, das war jetzt ein Manöver. Vor lauter hier Schienenbus, da Wagen, oh, da yeah. Und so weiter. Oh, oh yeah. Ah. Sehr schön, wieder neue Lokomotiven und ein Gelenkbus. Das ist auch gut, denn wir haben hier noch neue Städte am Netz. Die brauchen natürlich dann auch alle noch Busse. Hier hinten Udem hat, aber wenn wir dann hier hinten hingehen, nach Niederfino, die haben noch keine Busse und... Töppen hat auch noch keine Busse, dafür einen sehr schönen Bahnhof, wie ich finde, hier mitten in der Stadt drin. Und jetzt machen wir aber nicht Busse, jetzt machen wir erstmal ja, die Linie weiter, nämlich hier nach Bad Wildbad. Das ist doch noch ein ordentlicher Weg und in Bad Wildbad gibt es dann den ganz neuen Bahnhof. Und dann gehen wir hier wieder zurück, aber das ist Zukunftsmusik, erstmal hier. Da ist ein Fluss. Oh, 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 hier ist ein Fluss. Das heißt, ich würde gerne dem Fluss entlang gehen, wenn das möglich ist. Jetzt müssen wir hier gucken. Wir müssen hier irgendwie in auch so eine Art Gleisfeld hinbekommen. Sonst können wir nicht in die andere Richtung. Wir müssen von der oder von dem Gleis hier in die Richtung. Das können wir eigentlich so machen. Hier haben wir die Kreuzweiche. Und was machen wir mit den Gleisen? Ich würde mal sagen, da warten wir noch. Wenn wir hier einen ordentlichen Bogen machen, dann sind wir weit genug weg, dann können die sozusagen noch agieren hier und eine Kurve machen, wenn sie das auch müssen. Was sie ziemlich sicher müssen. Die werden da durch dieses Tal noch gehen. Hier hinten ist nicht mal Feierabend. Hier geht es nach Niederviehbach. Also da wollen wir auch noch hin. Wenn wir jetzt hier weit genug weg sind, dann kommen wir hier vielleicht unten durch oder können eine Brücke machen. Das schauen wir mal. Das ist dann eben auch einfach Zukunftsmusik. So, jetzt haben wir gesagt, wir wollen möglichst Richtung Fluss. Also gehen wir hier zurück. Haben wir schnelles Gleis? Ja, dann sind wir hier aber ordentlich am Bremsen. Egal, 138 ist immer noch schnell. Machen wir. Jetzt können wir hier geradeaus mit 300, die wir aber nicht erreichen. Und hier, das ist halt schon, ja, eben Transportfieber, da machst du genau das und zack, es geht. Mal gucken, ob wir hier irgendwie rüberkommen. Wollen wir das? Wir könnten auch hier der Straße folgen und dann darüber. Aber es wäre schon schöner, wenn wir hier... Ja, wir gehen hier rüber, das machen wir. Dann gehen wir hier ein bisschen kurvig hin, sonst eben. Sonst werden wir halt die Straße abreißen und das anders lösen. Wenn das zu krumm ist. Ja, man sieht schon, so wird es gehen. Aber wenn ich das so baue, dann werden wir jetzt hier eine massive Kurve machen müssen, die uns arg Tempo kostet. Wo muss denn hier der Bahnhof hin? Wir könnten den Bahnhof natürlich auch hier hin machen.
Da wollen wir nicht mehr hin. Wir wollen dann hier rauf, haben wir gesagt. Oder wo wollen wir hin? Jetzt muss ich selber gucken. Moment. Wenn wir hier lang fahren. Jetzt bin ich vor lauter Schienenbusse. Doch, hier hoch wollen wir. Da ist Farnhorst. Ja, wieder zurück nach Uedem. Vielleicht mit Abzweiger nach Farnhorst. So, okay. Ja, eben. Ist nicht ideal. Höchstens hier eine Brücke rüber und wieder zurück. Das ist dann je nachdem auch nicht mal unwitzig. Aber macht hier wieder einen Heisenberg-Hugel, aber keinen schlimmen. Den kann man, glaube ich, so stehen lassen. Wir machen hier mal, die Schranke. Ja, wir gucken mal. Wir kaufen es. Wenn wir jetzt eine Kurve machen. Ja, also 130 haben wir drauf. Dann machen wir das. Können wir das zweite Gleis auf der Innenseite haben? Ja, da können wir raus. Hier ist eh schon ein bisschen aufgerissen. Ja, das können wir eigentlich so machen. Vielleicht kommen wir sogar noch ein bisschen näher ran. Dann gibt es noch ein bisschen mehr Tempo. Ja, ganz ein bisschen. Okay, bis hierhin geht's. Gut, wenn wir innen hier vorbei wollen, das geht. Und jetzt hier hinten gucken, da müssen wir hier raus. Ist eh besser hier in die Richtung, denn wenn wir innen durchgehen, dann kommen wir wieder noch diesen Gleisen noch ein bisschen näher. Das muss ja nicht sein. Ich hoffe, hier ist nicht die Biegung zu groß. Nö, geht problemlos. Nehmen wir mit. Das Spiel läuft ganz bewusst, damit wir hier in der Zeit ein bisschen vorankommen. Dann kriegen wir vielleicht sogar noch ein paar neue Züge, bis dann die Strecke hier endgültig steht. Wäre auch nicht so tragisch, würde ich mal behaupten. Okay, gut, dann sind wir hier unten. Und jetzt sind wir wieder auf gleicher Höhe. Das heißt, wir gehen hier wieder weiter. Ich baue es mal. Wenn wir irgendwo massiv Tempoverlust haben, dann werden wir es nochmal neu machen. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen in die Richtung ein bisschen verlassen, sonst... Oder sollen wir hier eine Kurve machen? 300 hätten wir immer noch. Da müssen wir da vorne einfach eine ordentliche Kurve machen. So ganz gerade ist irgendwie auch langweilig. Es ist ja kein TGV und auch kein ICE. Ja, machen wir mal. Und jetzt gucken, was haben wir hier für eine Kurve. Nee, das ist genau, was ich meinte. Das ist dann doch zu derb. Wie er runter muss. Mal bis hier hin. Dann so rüber. Ja, 172, das ist wieder okay, meiner Meinung nach. Okay, hier müssen wir dann auch noch was machen. Aber wisst ihr was, das machen wir jetzt schnell. Das geht nämlich wieder vergessen. Das ist so außerhalb jeder Wahrnehmung. Und das steht dann sonst mit Sicherheit in den Kommentaren drin. Dann hätte ich es auch wieder gefunden. Aber ich mache das mal zappel, zappel, zappel. So. Und den Rest lassen wir einfach, dass wir diesen Knubbel hier weg haben. Gut, jetzt holen wir wieder das zweite Gleis, damit wir das haben. Das war hier unten. Falsch. So, gibt doch eine schöne Strecke hier. Dem Fluss entlang. Sehr nett. So, bis nach hier vorn. Jetzt mal gucken, ob wir hier noch wieder weiterkommen. Wir kommen. Wir müssen nach da hinten. Das ist eh eine relativ lange Strecke, wenn man es genau nimmt. So, hier so lang. Oh, da vielleicht ein Tunnel? Warum nicht? Oder eine stärkere, also eine härtere Kurve. Ja. Ja. Hier wäre ein Tunnel schon nicht schlecht. Aber dann kommen wir hier fast zu gerade raus. Dann haben wir da wieder die Kurve. Wobei, ach, das geht schon. Nein, das geht nicht. Nein, ich habe mich soeben umentschieden. Ich möchte im vollen Fluss entlang. Geht noch nicht. Aber so geht's. Okay. Dann hier geradeaus. Aha, jetzt möchte er gerne Brücke haben. Nö. Machen wir nicht. Machen wir in kleinen Schritten. So, wieder rauf. Ja, nee, machen wir gerade. Jetzt müssen wir hier eigentlich auch vorbeikommen. Da können wir die Kurve sowieso ein bisschen strecken, da wir nach da vorne müssen. So, 256 wird der Zug vermutlich nie fahren. Ich nehme mal an, der wird so um die 200 im Maximum fahren können. Kommt halt drauf an, ich weiß noch nicht, was
für eine Lok und was für Wagen das werden, da die vielleicht noch gar nicht zu haben sind im Moment. Müssen wir gucken. So, jetzt wären wir hier vorn. Jetzt gucken wir mal, wo wir doch sowieso gerade gucken, mal auf die Landnutzung. Wo macht hier ein Bahnhof Sinn? Hier oben wäre es natürlich klasse. Hier geht es eh noch weiter Richtung See. Da geht es nach da. Da geht es eigentlich fast nach überall. Oh, da haben wir schon einen Zug, der ersetzt werden soll. Ja, ist ja egal. Ich bin zwar schon wieder bei Transportfieber. Ich spiele zu viel. Denn da müsste man dann schon gucken, dass man es ersetzt. Wir spielen ja hier. Ja, ich erinnere mich, ohne Kosten. Das heißt, wir ersetzen ganz bestimmt keine Züge. Also, zurück zum Thema Bahnhof. Hier drin wäre auch klasse. Wisst ihr was, wir nehmen den einfach mal, dann sieht man ihn auch. Bahnhöfe waren hier. Mal gucken, ob ich ihn wieder finde. Das hier ist diese Haltestelle, die wir hatten. Und hier, das müsste eigentlich sein. Den hätten wir aber gerne fünfgleisig, in maximaler Länge. Ja, den sieht man jetzt noch nicht richtig. Was machen wir mit dir? Hier rein wäre schon irgendwie nett. Da müssten da hinten die Sachen weg. So hätten wir halt auch eine Art Kopfbahnhof oder wir gehen da noch durch die Stadt durch. Das können wir natürlich auch machen. Der Vorteil wäre, so sind wir auch innerhalb vom Stadtgebiet. Wären wir hier auch. Deswegen teste ich das hier auch mal noch schnell. Wenn ich hier mein M und N erwische. Und zwar so rum. Ja, da müsste wieder einiges weichen. Ich würde, oder wenn wir ihn hier noch, Moment, das muss man auch noch testen, wenn wir ihn so reinstellen. Das ging so sogar. Ist er auch in der Stadt drin, aber halt eben auch hinten abgeblockt. Nein, wir machen es so, wir stellen den hier rein. Dafür müssen wir hier die Freizeit opfern. Und dafür muss ich hier in den Pausenmodus, weil sonst schimpft die Stadt. Die wollen dann gleich ihre Freizeit wieder zurückhaben. So, die Straße. Die können wir, glaube ich, tatsächlich stehen lassen. Wo war mein Bahnhof? Nein, das ist er nicht. Was ist denn das hier? Ach, das ist das, was wir verwendet haben. Alles klar. Hier. Jetzt hat sie ihn aber irgendwie in der Reihenfolge. Jetzt ist er wieder oben. Manchmal. Tja. Das würde sogar gehen hier mit der Straße. Dann hätten wir, dann wären wir krumm. Ich muss mal schnell mit beiden Fingern hier. Mit beiden Fingern, ja, ich habe schon noch 10. Keine Angst. Mit den beiden Fingern, vielleicht hätte ich es so sagen sollen. Wir verlieren da links unten ein bisschen viel Land so. Können wir das vielleicht ändern, wenn wir ihn so nehmen? Ein bisschen krumm. Klar, so kann ich ihn nicht bauen, da muss ich erstmal die Straße weg haben. Gefällt mir das? Nein, ich finde ihn gerade schöner, muss ich sagen. Dann machen wir das so, dass wir da das Land halt verlieren, beziehungsweise wir bauen da noch eine Straße hin. Wir können den ja so eindrehen. Dann passt doch da jetzt noch eine Straße hin. Wir bauen den mal. Wir sehen ihn uns gleich an. Okay, dann haben wir hier die Straße runter. Das machen wir doch glatt im Gleis entlang. Oder sollen wir hier noch einen Güterbahnhof hinstellen? Würde wahrscheinlich schon auch gut dazu passen. Machen wir mal. Wir haben zwar keine Güterzüge hier im Moment, aber das wird sich natürlich irgendwann auch ändern. Und fürs Gesamtbild muss ich sagen, ja, es schadet nie, wenn man hier noch einen Güterbahnhof hat. Den nochmal in eingleisig. Warum nicht? Sieht auch sehr nett aus. Mal drehen, gucken, ob er hinpasst. Und dann ist halt die Frage... Moment, das geht so nicht. Da muss ich die... Ja gut, ihr müsst weichen, tut mir leid. So, dann können wir hier in Ruhe arbeiten und wegen den Straßen nachher gucken. Also, das warst du. Wir könnten den sogar in einer zweigleisigen Variante nehmen. 5 würde ich jetzt nicht, da es einfach keinen Sinn macht. Hier wird nicht mehr als ein Güterzug verkehren und Güter bringen. Im Idealfall. Okay, hier haben wir wieder ein Gefälle, das finde ich eh ganz nett. Jetzt wollten wir uns eigentlich noch den Bahnhof ansehen, das werden wir gleich machen. Ja, das darf ruhig ein bisschen krumm sein, das ist ja hier der Güterzubringer. Das mal gucken, ob wir das verbinden können, jawohl, prächtig. Jetzt machen wir hier aber
gleich noch weiter. Vielleicht auch hier entlang. Das gefällt mir immer relativ gut, wenn die Straße gleich da ist. Jetzt müssen wir hier nur noch rauskommen. Das ist ein bisschen zu nah gewesen. Okay. Nochmal alles weg. Nochmal alles hin. Zu nah, aber nicht mehr ganz so weit nach hier hinten, sondern mal bis hier hin. So, das würde gehen. Wenn wir das so machen oder so. Jetzt muss ich mal testen. Können wir das verbinden? Wahrscheinlich nicht. Nein. Krümmung zu groß. Das würde, glaube ich, in der Theorie aber gehen. Ist ja egal. Wir machen jetzt hier die Kurve. So, wir gehen jetzt hier rein. Geht nicht. Geht auch nicht. Dann müssen wir es anders machen. Dann gehen wir hier rauf. Dann gibt es hier irgendwas Spezielles dann noch. Vielleicht sogar Häuser. Wer weiß. So, eher eine ungewöhnliche Variante wahrscheinlich, aber hat was. Hier können wir natürlich auch schön noch einen Busbahnhof dann hinstellen. Hier haben wir keine Verbindung, oder? Schaffen wir hier vielleicht mit der Dünnstraße noch was? Ja, so wird es gehen, aber nee. Dann lieber, dass sie hier vielleicht noch ein Haus hinstellen. Gut, dann hätten wir den. Ach, ansehen. Ich rede seit 10 Minuten davon, dass wir uns den Bahnhof ansehen. Oh doch, den haben wir aber schon. Das ist der Heinz-Rühmann-Bahnhof. Okay. Ah, dann ist das aber, das ist doch immer noch nicht der neue. Ja, gibt's denn sowas? Heieiei, jetzt muss ich nochmal gucken. Ich glaube, ich habe schon den gemeint, dass ich groß geprahlt habe, dass ich ihn gefunden habe. Das hier ist ja, eben, das ist dieser Halteding. Wir gehen jetzt mal in Ruhe durch, das ist er nicht. Das ist er auch nicht, die haben wir, glaube ich, eh auch schon. Geladen habe ich ihn, wie gesagt. Das hier ist der wunderschöne Schweriner. Das ist er auch nicht. Das ist er auch nicht. Sag mal, habe ich den denn tatsächlich doch nicht geladen? Oder sag mir jetzt einer, dass das hier der neue ist, den ich gemeint habe. Wenn wir den ja eh schon installiert hatten. Ich dachte, wir hätten den woanders gebaut und dann kam nochmal ein neuer. Och, ich habe ein Durcheinander. Ist ja ein Elend. Ich brauche Ferien. Nee, ich habe, wenn ich Tränenfieber spiele, eh Ferien. Keine Bange. Und wenn ich die anderen Spiele spiele, eben auch. Ja, jetzt ein Gleis. Warum nicht? Wenn wir schon einen Bahnhof haben, also von Töppen kommen wir. Wir haben hier schon mal ein Stückchen vorgebaut. Jetzt gucken wir, wie wir mit dem Gleis hier noch weiterkommen. Das ist hier schon mal kein Problem. Hier können wir noch eine schöne Brücke machen. Gehen wir auch möglichst gerade rüber. Da machen wir eine schnelle, würde ich vorschlagen. Warum nicht? Okay. Jetzt hier langsam in eine Kurve rein. Mal gucken, hier wird irgendwann auch noch eine Stadt entstehen. Da gehen wir doch einfach mal quer durch. Soweit wir das können. Wir machen es mal so. Dann haben wir ja, ein bisschen einen besseren Winkel, aber nicht wirklich besser. geht nicht. Schade. So geht's. So geht's. Okay. Dann, ja, wir sind hier ja im städtischen Gebiet. Dann können wir hier eigentlich auch eine Kurve machen. Dafür haben wir hier dann ein Gleis durch die Stadt durch. Aber geht das allen Ernstes so nicht? Vielleicht doch die Straße anpassen? Nein. Wir machen das so. Na, ging doch gerade. Dankeschön. Eine Schranke. Okay, und jetzt nehmen wir hier das wieder weg und gucken, dass wir da hochkommen ohne allzu massive Schlenker. 108, 300, da muss er hier abbremsen. Das ist eigentlich kein Drama, denn eben, er fährt hier in die Stadt rein. Es wäre zwar schon schöner, wenn er das ein bisschen zügiger machen könnte. Das wäre die ganze Brücke, die da flöten geht. Deswegen machen wir hier eine Weiche. Da kann ich schneiden. So, vielleicht jetzt schon hier ein bisschen kurviger werden. Und dann wieder zurück. So, haben wir irgendwas gewonnen? Ja, ein paar km haben wir gewonnen, aber nicht wirklich viel. Aber das passt schon so. Gut, jetzt müssen wir hier sowieso dann langsam zu einer massiven Kurve ansetzen. Wenn wir da hinten reinkommen wollen. Eieiei. Ja, wir tun uns in dem Sinn hier keinen Gefallen mit diesem Bahnübergang. Wir müssen hier geradeaus und oben die Kurve machen. Meine Hoffnung ist halt ganz einfach, dass hier irgendwann Häuser stehen. Und dann ist es natürlich cool, wenn hier der Zug durchfährt.
Wir lassen den jetzt hier mal bei den 64 km/h. Wir kommen hier wahrscheinlich sowieso wieder nicht mehr vernünftig rüber. Doch, so geht's. Gut, dann gibt's hier eine riesen Auswahl haben wir immer noch nicht. Ich würde mal sagen, dann gibt's dich hier. Das ist jetzt auch egal, dass der hier oben durch schneller wäre. Uns geht's hier ja sicherlich nicht ums Tempo. Ist ja wie gesagt noch keine TGV, keine ICE-Strecke. Sondern einfach, ja, das dürfen schnelle Züge sein. Werden sie auch. Welche gucken wir dann? So, das funktioniert sogar. Da musst du nicht mal fragen. Jetzt ist er hier bei den Bahnübergängen. Das geht auch. Das geht auch. Sehr schön. Gleich verbinden. Einmal wenden. Und hier hinten anschließen. So, richtig wirtschaftlich gebaut. Das geht flugs vorwärts. Jetzt hier eine Kurve. Ja, es sollte eine größere sein. Wir gucken mal, was macht das Spiel. 110. 300. Ja, hier wird auch noch Stadt entstehen. Hoffe ich doch mal schwer. Wir könnten natürlich, bevor wir das machen, wisst ihr was, bauen wir denen die Straßen noch ein bisschen aus. So, denn dann können wir hier noch mal ein paar zusätzliche Bahnübergänge schaffen. Vielleicht hier noch hoch, geradeaus. So, da müssen wir doch rüberkommen, was sie dann draus machen hier. Von der Stadt. Das müssen sie selber wissen. Ja, ein bisschen weiter oben. Wir müssen noch eine Kurve haben. Aha, das geht sogar. Guck mal, sehr schön. Hier fehlen noch die Straßen. Ich glaube, dafür werden wir gleich auch noch sorgen. Wir müssten schon am ehesten hier rein, wenn man sich das so anguckt. Ja, da wir eben von da hinten kommen. Das reicht. Vom Tempo her reicht. Jetzt ist die Frage, kommen wir hier wieder rüber? Ja, sehr schön. Und hier? Sehr schön. Dann haben wir hier 4 künstlich geschaffene Bahnübergänge. Das freut mich. So, müssen sie nur noch ihr Städtchen hinterher bauen. Werden sie aber auch machen, sobald sie Güter bekommen. Und dafür werden wir natürlich dann auch noch sorgen. So, hier rein. Die obligate X-Weiche. Und dann machen wir hier nämlich auch ein Gleisvorfeld. Hier haben wir dermaßen viel Platz. Oh, jetzt sind wir, jetzt sind wir im falschen Bahnhof drin. Okay, das ist dann die Gefahr, wenn man einen Güterbahnhof baut, wenn man ihn noch gar nicht braucht. Da ist aber schnell behoben. Die Frage ist nur, kommen wir hier auch noch rein vernünftig? Hier? Ja, kommen wir. Gut. Und hier wollen wir hier rein. Das müssen wir anders machen. Das geht so nicht. Nämlich so anlegen. Verbinden. So, und dann müssen wir ein bisschen ausziehen. Ja, was wir mit den Güterlinien machen, also mit den Schienen, das müssen wir dann sehen, wenn wir wissen, woher wir die Güter bekommen. Hier geht die X-Weiche hin. Ja, bestens. Signale haben wir, glaube ich, auf der ganzen Strecke noch keine. Jetzt haben wir aber hier, ja, 2 Gleise und alles. Jetzt müssen wir hier hinten noch schnell gucken wegen der X-Weiche. Brauchen wir nicht. Wir haben hier eine normale Weiche, die dann hier reinführt. Das müssen wir dann mit den Signalen richten. Gut, dann wären wir hier hinten in diesem schönen Bahnhof, den wir leider schon mal haben. Woher? Ach, wisst ihr, was jetzt natürlich ein bisschen doof ist? Man könnte hier so schön hier hinten raus. Wir machen das folgendermaßen. Wir wollen ja da hoch. Nach Uedem zurück. Wir machen das folgendermaßen. Wir nehmen den Bagger und werden wieder irre. Wir reißen den hier halt nochmal ein bisschen von ihrem Städtchen ab. Wo müssen wir raus? Mit dem Gleis. Mal gucken, ob das vielleicht schon geht. Nein. Gut, dann einmal den Garten weg. Nochmal testen. Ist das das richtige Gleis? Ja, je nachdem. Eigentlich ist es das falsche, wenn man es genau nimmt. Aha, mit dem kommen wir raus. Gut. Wie sieht es mit dem anderen hier aus? Müssen wir gucken. Wir bauen erstmal das. So, diese Schranke und diese sind dann... Ne, wir nehmen zweimal die gleiche. Das sieht sonst komisch aus. Das müsste die hier sein. Okay, jetzt mit dem Gleis.
Ja, ich habe vermutet, dass das ein Problem gibt. So geht's. Da haben wir aber natürlich den Platz nicht, um hier reinzukommen. Wie machen wir es denn? Wir können es natürlich auch so machen, dass der Zug eigentlich hier das Gleis wechseln muss und auf dieses fährt und dann nur hier eingleisig raus kann. Das wäre auch eine Möglichkeit. Wir haben hier zu wenig Platz, sonst müsste ich hier die Straße und so noch wegschmeißen. Also abreißen, wegschmeißen. aber ja, ich möchte hier kein Gleisvorfeld. Das machen wir hier vorne. Das kommt dann später mal. Und anders wird es nicht gehen. Sieht man. Eben, sonst müssen wir die Straßen wegnehmen. Sollen wir hier mit einem Gleis raus? Schon schade, es würde ja gehen, aber eben. Ja, dann machen wir es. Wisst ihr was? Wenn wir da eine Weiche hinkriegen, dann können wir es so machen. Aha. Okay, das geht. Gut. Dann müssen wir einfach sicherlich in dieses Gleis rein dann. Aber dafür haben wir hier die X-Weiche. Da kann der Zug hier wechseln. Und hier rüber in das rein. Und hier hinten wieder raus. Zweispurig. Sehr schön. Gut. Was für eine Brücke. Gleich eine schnelle. Ich würde... Also in der Stadt drin. Oder bei der Stadt. Würde ich die nehmen. Die gefällt mir immer wieder sehr gut. Wir hoffen mal, wir kommen damit auch rüber. Kommen wir. Und jetzt, ja eben, ist tatsächlich nochmal eine längere Strecke nach Uedem. Sollen wir das machen? Zurück? Dann haben wir wieder einen Rundkurs. Ich würde das vielleicht doch fast anders machen. Hier hinten noch nach Kerschenbach. Aber dann haben wir soeben die halbe Stadt umsonst abgerissen. Wenn wir jetzt schon hier hinten sind. Noch nach Oberer Lindenhof und den ganzen Weg wieder zurück. Das wäre doch auch eine Möglichkeit. Das ist ja gleich in der Nähe von Pasca. Also wir machen das so. Dann machen wir keinen Rundkurs. Sondern eben, ja, sozusagen einen normalen Kurs. Also, dann machen wir hier die Kurve. Möglichst schnell mal wieder. Hier könnten wir natürlich auch nochmal den Fluss entlang. Sehe ich da gerade. Da müssten wir hier vielleicht ein bisschen kurviger werden. Ja, aber der Zug muss hier auch noch nicht schnell sein. Wir nehmen mal das andere Gleis. Halt. So, jetzt. Kann man das machen? Vielleicht entsteht hier ja auch noch Stadt. Da müsste man nur mal eine Brücke rüberziehen, dass wir hier eben auch bauen. Dann hätten wir hier wieder was. Aber wir machen es mal so ausgerichtet, dass wir hier so lang Richtung Ding gehen. Richtung Fluss. Hier dann wieder mit den 300 eigentlich. Okay, nehmen wir dich auch gleich mal mit. Hier rüber und dann werden wir da schnell eine Brücke bauen. Denn Brücken... Ich glaube, die KI baut keine Brücken über Flüsse. Entweder sind die von Anfang an dabei, wenn man die Map startet. Oder täusche ich mich? Bauen die Brücken? Ich könnte es jetzt nicht beschwören. Also, dann haben wir hier eine Straße. Geht dann irgendwie... Ach, das sollen sie selber machen, damit sie wissen, wie breit sie sein muss. Hier oben können wir natürlich auch noch was tun. Da gehen die Straßen einfach mal raus. Wo die dann hin sollen, müssen sie selber gucken. Ich würde sagen, wir haben jetzt eine Brücke hier. Dann machen wir hier noch eine. Nämlich einfach so rüber. Okay. Und wie gesagt, auch hier bitte gucken, was ihr machen wollt, liebe Stadt. Liebes Bad Wildbad. Die Grundlagen haben wir euch jetzt eigentlich gegeben, um was daraus zu machen. Gut, möglichst Richtung Fluss. Aber mit Tempo. Ja, das wird wieder zu abbremsig. Machen wir mal so. Ja, da kommen wir rüber. Okay, und sind halbwegs beim Fluss. Wisst ihr was? Und hier machen wir mal unbeschrankt. Das ist nicht im Stadtgebiet. Deswegen nutzen wir das mal aus. So, ist eine relativ lange Strecke, muss ich nochmal sagen. Also wenn da nachher natürlich die Züge fahren, da können wir auch entsprechend lang mitfahren. So, und wisst ihr was? Ich würde es jetzt aber glatt gerne so machen, dass wir hier in Oberer Lindenhof den Bahnhof noch nicht hinstellen. Ihr ahnt vielleicht warum. Ich möchte diesen einen neuen noch. Ich muss dem nochmal auf die Spur gehen, wo der hingekommen ist. Oder ob das tatsächlich der war, den wir da schon jetzt schon zum zweiten Mal hingestellt haben. Dann hätte es sich erledigt. Dann werden wir hier einen anderen nehmen. 2009, das dauert noch. Dann haben wir diesen Liege, den riesigen, da aus Belgien. Und
Ja, deswegen, ja, den werden wir auch noch irgendwo hinstellen. Wir haben hier noch so viele Städte. Das ist kein Ding da. Hemsloh, Rheinbreitbach und was? Stettling? Kölsa, ja eben. Wir haben noch so viele Möglichkeiten. Das werden wir natürlich alles ausnutzen. Jetzt finde ich mein Gleis nicht mehr. Wo waren wir gerade? Nein, nein. Bad Wildbach, hier ging es raus. Nach hier vorne hin. Gut, die Gleise lassen wir. Wie gesagt, ich suche den Bahnhof. Und jetzt werden wir aber noch ganz schnell da hinten, wenn wir schon einen neuen Bus bekommen haben. Über dem hier in Niederfino werden wir diesen neuen Bus installieren. Hier haben wir ja sowieso schon eine schöne Haltestelle. Auto hier, Bus hier. Haltestelle. Ein bisschen gucken, dass wir nicht immer die gleichen haben. Wir nehmen die mal. Haben wir die schon? Wahrscheinlich ja. Wir nehmen sie trotzdem nochmal. Also, wo wollen wir lang? Von hier mal hier halten. Dann hier außen rum. Dass wir so einen Ring um die Stadt rum bilden. Hier oben lang. Dann hier runter. Da haben wir noch ein bisschen Geschäftsgebäude. Wobei, dann gehen wir durch die Stadt durch. Wir machen das mal so. Hier runter. Dann hier zur Freizeit. Und hier wieder runter und hier wieder rein. Okay, neue Linie. Von... Na? Man reiche mir bitte mein Instrument. Dankeschön. Lila. Ist das lila? Ne, das ist so ein Cyanblau. Keine Ahnung. Wir machen jetzt hier die Linie. Hier durch, hier durch, hier durch. Wieder zurück. Und 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und dann wieder hier hin. Das passt schon mal bestens. Das wäre dann Bus Niederfino. Bus Niederfin. Oh. Oh, okay. Haben wir. Ein Depot brauchen wir. Und dann mal gucken. Die neuen Busse. Ist das hier? Ne, das ist nur die Haltestelle. Was haben wir denn noch an Depot? So einiges. Sollte aber eben ein funktionales Depot sein. Tram. Tram. Mit Mittelhäuschen, ist klar. Tram-Depot. Darf ich das mal schnell? Ja, klar darf ich das mal schnell. Das kenne ich noch gar nicht. Das ist ja cool. Das muss neu sein. Oder haben wir das nie verwendet? Dann Schande über mein Haupt. Das Atomkraftwerk wurde auch schon gefordert. Das kommt natürlich auch noch. Alles zu seiner Zeit. Wir nehmen hier mal dieses... Fast schon ein bisschen standardmäßige. Hätte hier noch gut hingepasst. Hier auch. Hat nur nirgends Platz. Dann machen wir es hier oben hin. So. Straßenfahrzeug kaufen. Es sind zwar nur Straßenfahrzeuge, ich weiß, aber wir machen das trotzdem hier nach der Marke Sicherheit. Und irgendwo haben wir hier ja noch ein Postauto, das so ohne Vorschaubild ist. Ich sehe es schon. Aber da hat jemand in die Kommentare geschrieben, das nimmt er nicht, weil er Angst hat, dass das Spiel abstürzt. Das ist absolut richtig. Ich weiß es halt nicht. Ich möchte es jetzt nicht testen. Wisst ihr was? Ich teste es, wenn die Folge vorüber ist. Dann kaufe ich das Ding mal. Dann, wenn dann das Spiel abstürzt, ist nicht tragisch. Dann ist eh Feierabend für heute. Und wenn es nicht abstürzt, dann weiß ich es fürs nächste Mal. Also, jetzt kaufen wir mal die Gelenkbusse. Die sind ja neu. Das sind die aus St. Gallen hier. Das ist schon sehr cool. Das ist ein Nachbarstädtchen von hier und die Busse kenne ich natürlich auch. Arbon und Wetzikon. Arbon ist, ja, das ist ja, das ist ein Busse. Es hat alles hier gleich nebenan. Wir nehmen mal einmal, ja doch geht. Zweimal, dreimal, viermal. Und dann noch den St. Galler Stadtbus. Dazu ist kein riesiges Städtchen, aber kann ja noch ein riesiges Städtchen werden. Dann wäre das Linie Bus Niederfino und dann können wir hier zumachen, hier laufen lassen und dann gucken wir uns die schönen Busse mal an in Ruhe. Olma steht da sogar noch drauf, sehr schön. Das St. Galler Stadtfest im Herbst. Ja, sehr schöne Busse. Cool. Auf was wartest du? Wir könnten natürlich dann mal noch Busspuren installieren. Das würde ich aber eher dann gegen Ende
hinmachen, wenn wir mal alle Gleise, nicht alle Gleise am Netz haben, wenn wir alle Städte am Netz haben, dass da mal irgendwie, ja, so eine Art Grundstock gelegt ist und danach dann kommen sicherlich noch die Busspuren dran. Wir haben ja auch noch Ampeln und Co. Alles als Mod. Die werden wir dann auch noch benutzen. Auch sehr schön. Walter Zoo. Ja, da war ich auch schon. In Gossau. St. Georgen. Das ist ein Stadtteil von St. Gallen. Cool. Ja, ist kein Wunder, finde ich die Busse klasse. Wenn ich die natürlich aus der Realität kenne. Die sehe ich heute sowieso nochmal, weil ich nochmal nach St. Gallen muss. Von daher, ja, rate mal, was ich dann denke. Ich heute doch schon mal gesehen, die guten Stücke. Gut. Sie fahren hier in Kolonne, Spalier. Hier warten auch schon Leute. Sehr schön. Das scheint also zu laufen. Gut, liebe Leute, wenn ich jetzt noch einen Zug hätte. Ach, wir sagen doch einfach mal mit den Bussen tschüss. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Ich hoffe, ich finde diesen sagenumwobenen neuen Bahnhof noch. Und sonst kommt da halt irgendein anderer Bahnhof hin, ins neue Städtchen da hinten. Wir werden mal gucken. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss.